Willkommen zurück zu Project Zero 2, Crimson Butterfly. Ja Leute, wir sind wieder da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim Kusabi-Anwärter. Und ganz ehrlich, diese Hinterbliebenen, ja, dauern mir einfach zu lange. Ja, und prompt sage ich's... Doch, neue Pappenheimer auf. Hi. Eine halbe Stunde schlagen. Einfach mal hängen lassen. Und mich vorbeilassen. Dankeschön. Und in den zweiten in die Hände laufen. So muss das hier. Mhm. Jetzt aber weiter hier. Ja, ihr merkt, ich habe keinen Bock auf die Typen. Die 90 Film im Gang gesehen. Jetzt aber lauf doch, Mädel. Kuscheln kannst du später. Was vor mir? Da schlägt auch aus. Ach, nö. Komm, pfeif drauf. Oder du lässt mich durch. Soll mir auch recht sein. Hallo? Danke, dass ich wieder was sehen darf. Alter Schwede, drei auf einem Fleck. Wir übertreiben das ein bisschen. So, jetzt lauf, lauf, lauf. Ich will nicht nochmal erwischt werden. Nein, vergiss es. Ich will nur Mayu haben. Was zum... Sind das Kerzen? Ewiges Ritual. Diese Geister hier. Sind das nicht die... Ja. Das sind die Kiryus. Die... Ja, wonach hat als Puppe umgehen. Gott, ey. Irgendwie gefällt's mir nicht. Warum wird's hier dunkler? Thank you.
Was zum... Och nee, nee! Ist das... Och nee, ich bin nicht die... Der Kusabi. Gut, kurz zur Zwischensequenz, das war ja wohl offensichtlich, das war die Katastrophe, die hier alles ins Dunkel gestürzt hat. Oh Gott. Muss ich jetzt vor dir fliehen? Beim letzten Mal warst du Instant Kill. Was mache ich? Oh, für den Fall, dass er nicht instant ist, am besten mal heilen. Und stärkeren Film muss packen. Ich kann es halt zumindest mal probieren. Gott! Wie sieht das bitte aus? Was war denn das? Moment. Oh, sieht denn eklig aus. Okay, ich bekomme zumindest einen Fatal Frame-Moment. Oh Gott, hör doch auf, die Gesichter überall erscheinen zu lassen. Oh, das ist abartig. Okay, ich will es nur mal probieren. Ich will es wissen. Wow. Warte, das ist ein Trainer. Lass die Köpfe stecken. Nee. Oh, lauf doch, Mädel! Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt wirklich Schaden machen könnte, weil im Moment... Habe ich den Moment eigentlich nur vergeigt oder kann ich immer noch keinen Schaden machen? Aber das... Komm schon, ich... Vielleicht können wir auch einfach weiterlaufen, aber... Nee, ich krieg den nicht anvisiert. Gerade in dem Moment. Boah, seht mal, wie viele Köpfe der da abschießt. Könnte ich vielleicht einfach weiterlaufen? Nein, unsichtbare Barriere. Oh Gott, hör mal auf. Pff, alles beben zu lassen. Wo bist du? Bah, ich bin vor mir nicht. Ah, verdammt. Tick zu spät. Aber warum auf einmal der Kusabi? Der kommt ein bisschen unvermittelt. Ich habe viel mehr damit gerechnet, hier auf Sai oder so zu treffen. Komm schon. Mein Guter. Köpfe weg. Jetzt bitte du mal anvisierbar irgendwie. Nee, ich treffe den nicht. Irgendwas verpeile ich. Ja. Gott, aber zumindest er hat mir noch nicht erwischt. Das ist schon mal etwas. Gut, mein Guter, komm her, zeig, was du drauf hast. Gib alles, was du hast. Na komm. Wie er schreit. Aber... Ja, hallo, was war denn das bitte für ein... Fatal Frame-Moment, hallo. Ich möchte das vielleicht heute noch irgendwie über die Bühne bringen. Und nicht erst in einer halben Stunde. Ah. Das ist echt das, was mich nervt in dem Spiel. Du kannst so selten die Gegner treffen. Die können eine halbe Stunde in deinem Sucher stehen und du musst warten. Aha. Ja, danke. Und... Ja, ich mach dem Kerl wirklich Schaden. Unglaublich. Oh Gott, jeder wird danach kommen noch irgendwie Sai. Weil der Kusabi... Also hieß es... Dieses Jahr ist nur dazu da, um den Abgrund zu besänftigen, wenn das Ritual einmal verschlägt. Oh, verdammt, verpasst. Aber so richtig ein... Ja...
eine Story befanden ist. Warum der jetzt hier auftritt, sehe ich jetzt nicht. Klar, er scheint nah irgendwie am Ritualort zu sein, aber... Warum er gerade jetzt verwundbar ist und bei der ersten Begegnung, bei der ersten einzigen Begegnung bisher, nicht, das erschließt sich mir nicht. Nö. Ah, verdammt. Wisst ihr was? Ich riskier's mal und gehe auf stärkeren Film. Muss ich sogar. Aber so, die. Der Brocken ist jetzt nicht, nö. Nur gucken, wo ist. Hi. Warten, bis er mal sich treffen lässt. Danke. Ja, das ging doch. Gut, ja, wenn ich dir jetzt Schaden machen kann, dann habe ich, muss ich sagen, du hast deinen Schrecken verloren, Kusabi. Dazu noch mit der Linse ordentlich reinbratzen. Ja. Schöner Boss. Ja, irgendwie ist es auch wieder Tradition. In Teil 1 war der Endboss auch nicht gerade die Welt. Aber das Beben hier und die ganzen Gesichter hier sind schon ziemlich krass. Also wirklich, guck hier. Toll gemacht. Weil mir zum Kusabi wirklich noch ein bisschen Background fehlt und ich heile mich zur Sicherheit mal. Klar, er scheint dieser Folkloristen-Assistent gewesen zu sein, Makabe. Aber ansonsten, warum dreht er jetzt so ab? Warum, ja, diese ganzen Gesichter um ihn rum? Das ist, Hab ich vielleicht irgendwas in der Story verpasst oder so, keine Ahnung. Moment mal. Komm schon, lass dich angreifen. Moment mal. Sehe ich da halt richtig? Ja, ich sehe richtig. Der Penner hat wieder volles Leben. Super. Okay. Dann habe ich ihn schon mit Typ 90 Film beschossen. Gut. Zero Film. Bitteschön. Wow, okay. Neue Skill. Oder neue Skill. Ja, gerade ich hatte derzeit irgendwie zu viel John McCloud. Durch Fähigkeit. Ich. Oh, lass die Köpfe stecken. Ich will nur dich anvisieren. Nein. Du Kackbratzen, wegen dir habe ich jetzt. Ich verballer wegen dem den Superfilm, wenn man so will. Das darf ich nicht angehen hier. Komm aus der Wand raus. Das ist feige, was du da machst. Dann wurde schon genug andere gemacht. Du willst nicht auch noch so anfangen. Wow, du bist so cool, weißt du das? Ah, und ich hänge an den Kerzen fest. Und es war ein Fehler, jetzt abzudrücken, denn. Ja. Ich brauche das Blinken. Komm schon, komm schon. Sei mal brav und lass dich wieder treffen.
nicht ernsthaft. Leute, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn der Kerl Schaden fressen will, dann soll er Schaden kriegen. Ja, mein Plan sieht wie folgt aus. Genau. Ich werde jetzt die ganzen Kugeln hier verbraten, die ich jetzt über Spiel so gesammelt habe. Sehen halt langsam. Okay, für mehr reicht's nicht. Moment, erst noch hier einzahlen. Ja, jetzt wird aufgewertet, was aufzuwerten geht. Punktemäßig sind wir noch gut dabei. Die Linse Stoßen und Linse Zero, habe ich schon mal geschaut, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, sind die Linsen, die den Schaden erhöhen. Und genau die bringen wir jetzt aufs Maximum und werden ausgerüstet. Der Kerl will Schaden, er soll es bekommen. Denn ja, ich. Jede Wette, Leute, das ist wieder nur so ein Gegner, der. Ja, dazu da ist, um einen den guten Film aus den Taschen zu leihen, bevor es zum richtigen Finale geht. Dafür kommt jetzt doch ein bisschen zu. Unpersönlich. Aktivieren. Statt langsam kommt Zero rein. Genau. Bei diesen blinden Typen habe ich jetzt meine, ja, meine spirituelle Energie bereits aufgeladen. Ja. Das heißt, der Kerl darf jetzt kassieren, aber so richtig dicke. Und wenn wir schon dabei sind, bezüglich kassieren, gehen wir zum Zero-Film über. Ja, jetzt kommen die harten Bandagen, alle auf einmal. Gut. Jetzt heißt es nur noch treffen. Genau, das ist, was mir ein bisschen Sorgen bei dem Kerl bereitet. Das ist echt wie bei einigen anderen auch zuvor auch schon. Die sind halt so verdammt selten zu treffen. Ich frage mich echt, was das soll. Das ist, echt ein Punkt, der mich an dem Spiel stört. So, ja. Gut, jetzt findet er sich erstmal eine Weile. Na komm. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Gib mir deinen besten Schlag. Na komm. Oh ja! Und es war kein Fatal Frame, also kein Blinken. Ich glaube, dann wäre es vielleicht sogar ein One-Hit gewesen. Na komm, du willst mich? Dann hol mich. Zeig dich. Nein, 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 zieh näher ran. Und das war's. Nein! Wieso? Leute, warum lebt der noch? Ey, komm, ich hab eine Combo gelandet und. Okay. Okay, Freundchen. Dafür ist meine Linse wieder voll. Du kriegst nochmal die volle Packung, weißt du das? Komm her. Lass dich treffen. Oh, na also, geht doch. Ein Purpurschmetterling.
ob er uns auch diesmal zu, ja, Mayu führen wird. Nein, Leute. Ich glaube eher, dass wir auf Sai treffen werden. Es muss einfach noch eine Konfrontation mit ihr kommen. Das ganze Spiel über ist sie schon die größte Bedrohung und ja, deswegen nehmt mir nicht übel, ich muss euch noch einmal auf den nächsten Part vertrösten. Ich mache hier noch einen letzten Cut vor dem richtigen, wahren Finale. Da bin ich mir verdammt sicher. Bis dann.